So, da bin ich auch schon wieder zurück. Das hier wird nur ein kleines Infovideo bzw. kurze Reaktion auf die neuen Skins, die wir jetzt mit dem Update reinbekommen werden. Das sind natürlich alles immer nur Leaks, was bedeutet, sie müssen nicht hundertprozentig in den Shop reinkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, weil genau diese Skins halt in den Files jetzt gefunden wurden. Das Ganze wurde hochgeladen von Cynix. Erstmal auch Grüße gehen daraus, auch wenn er ganz andere Sprache spricht, etc. pp. Aber ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein ins Video. Und wir sehen hier schon fünf verschiedene Pakete. Das Paket werden wir wahrscheinlich morgen bekommen, wo auch das neue Emote schon mit drin ist. Dann haben wir ja, das ganz normale Emote, also wieder so Essensdinger. Aber dann haben wir die Ninjas hier drin. Dann natürlich wieder so ein bisschen an Fußball angelehnt. Und hier oben links haben wir halt ein komplett neues Paket, wo halt, ich sag mal, die Ritter-Tomate, Ritter, alles auf Ritter so ein bisschen getrimmt. Sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, aber wir gucken mal gerade, ob wir noch mehr davon sehen. Wie gesagt, diese fünf Bundles kommen jetzt zunächst in den Shop rein. So, jetzt müssen wir eigentlich auch zu den ersten Skins kommen. Ja, hier sehen wir es schon. Einmal auch als Kriegerin. Auch schöne Variante. Dann Raptor als Krieger. Es kommen ja wohl nicht die OG-Skins wieder, oder? Ich dachte nur Krieger. Ja, der Tomatenskin, naja. Burger-Skin, zu wild. Dann haben wir Gia, auch ein schöner Skin. Die gibt es auch noch in zwei Varianten, ja, wollte ich gerade sagen. Doch, der Skin sieht nice aus. Definitiv. Aber lass uns erstmal überraschen, wie das Ganze dann in-game aussieht. Hier, das ist der Crew-Paket-Skin. Der hat auch drei verschiedene Varianten. Und sorry für die Qualität, aber seine Qualität ist auch nicht perfekt. Dann haben wir den noch in so einem ganz ekligen Grün. Und dann noch Pico. Gott, jetzt ist Maria. Wer kam denn auf diese Idee? So, dann bekommen wir noch neue Emotes. Das Emote kennen wir schon. Das ist halt das von Neymar. Und da ist auch schon. Was ist das? Ne, der geht eher so noch auf das andere Neymar-Emote ein. Denn wir bekommen hier auf jeden Fall das Get Ready-Paket. Nämlich da ist das neue Emote drin von der NFL. Alle, die ein bisschen Football verrückt sind, werden wissen, wer das ist. So, dann war es das eigentlich schon wieder. Viel mehr gibt es diesmal nicht. Denkt dran, wir sind auch mitten in der Season. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Dann, wer ein bisschen Support da lassen will, natürlich auch gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Und dann würde ich mich in dem Sinne verabschieden. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn auch kein abonniert ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein.